Es war unbeschreiblich. Ich habe mich ja unheimlich gefreut, noch einmal hier spielen zu dürfen. Und dann noch ein Tor zu machen, ist natürlich, wie gesagt, das ist kitschig. Die Nacht war sehr kurz bei mir. Weiß nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe. Bin dann sehr, sehr früh schon im Stadion gewesen, weil ich es zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten habe. Aber irgendwer hat dann, wie ich ins Stadion gekommen bin, glaube ich, die Fernbedienung für mich übernommen und ich bin eigentlich wie ferngesteuert durch die Gegend gelaufen. Und habe mich dann einfach gefreut bei der Einwechslung. Und dann, dass ich dann noch ein Tor schieße, ist natürlich in Wahrheit ein Wahnsinn. Und da kann man sich das Drehbuch für so einen kitschigen Film eigentlich nicht besser schreiben. Ich habe kurz gehofft, dass der Louis nicht noch hingreift. Ich glaube, wenn es bei jedem anderen Spieler hätte sich der Louis verdient, dass er es selber rüberdrückt, aber er hat dann gesagt, er hat gesehen, dass ich das war und dann hat er es lieber nicht gemacht. Ich glaube, ja, wie gesagt, es war unbeschreiblich. Ich habe mich unheimlich gefreut, noch einmal hier spielen zu dürfen. Und dann noch ein Tor zu machen, ist natürlich, wie gesagt, das ist kitschig. Anders kann man es nicht sagen. Und für mich natürlich ein Wahnsinnsgefühl gewesen. Dass man sowas nicht gern aufhört, ist glaube ich, ganz klar. Dass das etwas war, was ich mein ganzes Leben gemacht habe und was ich einfach geliebt habe, jeden Tag zu machen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man, so wie ich diesen Sport liebe, das als Beruf machen kann. Also von daher ist es nichts Einfaches. Aber wie gesagt, dieser Tag heute ist einfach für mich, der ist verflogen. Das ist das meiste habe ich gar nicht so richtig wahrnehmen können. Ich habe sehr viele Dinge genossen, war sehr oft auch traurig, aber wie ich dann runtergegangen bin vom Platz, war das für mich einfach schön, wie das Ganze heute gelaufen ist. Das war einfach wunderbar. Kinder waren ja eh oft im Stadion und die wissen schon ungefähr, was los war. Der Kleine, weiß ich nicht, ob der das wirklich begreift, was da heute passiert ist, aber die Großen auf jeden Fall. Und war für mich einfach auch schön und wichtig, dass sie da mit unten sind. Und wie gesagt, sie haben mir wirklich, meine Kinder, unheimlich viel Kraft gegeben, auch in schwierigen Phasen. Und die hat es einfach in letzter Zeit auch gegeben. Für mich war es natürlich ein sehr schwieriger Tag, der irgendwann kommen musste. Heute war er da. Nicht leicht, aber was heute alles im Stadion passiert ist und die Rapid-Familie gefeiert hat, werde ich natürlich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Und ist etwas Einzigartiges und das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen und möchte mich da nochmal bei allen bedanken. Ich habe keine Ahnung, es ist mein erstes Karriereende, deswegen weiß ich nicht, wie lang das wirklich dauert, bis man das verarbeitet. Das wird sicher eine Zeit lang dauern und schauen wir mal. Die Wolfsburg-Frage
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nächste Woche nochmal im Bus einsteige.